Das ist Renate. Renate lässt sich gerne vertreten. Zum Beispiel von Erwin. Er trägt seit der Debatte im vergangenen Jahr am liebsten ein Kopftuch. Oder von Hermann, der ungern hinter Erwin zurücksteht. Renate steht auch oft hinter Hilde, die sich seit den 68ern von jeder Art Kopftücher befreit hat. Hermann findet zwar bewegte Frauen bewegend, sieht sie aber dennoch gerne unter der Haube. Für den Kulturbeutel kein Problem. Nahsichtig gesehen schaut Renate derzeit bedeckt durch die Linse. Weitsichtig betrachtet werden mit ihr wohl noch die einen und anderen Wesen aus dem Kulturbeutel springen.